Entschuldigung. So. Natürlich erstmal hier alles, huch, alles durchsuchen. Alles abgrabbeln, wenn wir schon einmal dabei sind. Alter, voll so ein Bett umgebaut irgendwie so ein Etagenbett umgebaut als Schreibtisch. Auch geil. So, gucken wir doch mal. So, hier haben wir auf jeden Fall, ich mach schon mal die Munition voll wieder und verkaufe mal ein paar Wertsachen. 2260 haben wir. Können wir mal gucken, dass wir demnächst mal irgendwie vielleicht was Vernünftiges kaufen, was Größeres, was wir gut gebrauchen können. Ah, guck mal hier, die Mission. Nehmen wir mal alles an. Zu viele aktive Jobs. Ah ja. Schön, dass du hier bist, Freund. Ja, hallo. Zivilisten ist der Zutritt untersagt. Du bist also Brady, der Goldjunge von Parrish. Boah, geil, Alter. Alter. Rote Zone von Holloway. Parrish hat gesagt, er braucht dich in Ashgate. Keine leichte Aufgabe, nicht einmal für mich. Wie du siehst, bin ich ein Liaison-Offizier, ein Collaborator oder Clap, wie ihr das nennt. Aber ich gehöre schon von Anfang an zum Widerstand. Also ich habe gewisse Zugangsrechte, aber ich kann mit dir nicht einfach durch den Checkpoint gehen. Nein, ich habe da eine andere Idee. Pass auf. Die Monorail. Wir werden damit nach Ashgate fahren. Natürlich ist das nicht ganz so einfach. Die Züge fahren durch Scanner, die unautorisierte Insassen erkennen. Aha. Ich habe einen Plan, um ihre Systeme zu täuschen. Wenn du dein Smartphone nahe genug zum Zug bringen kannst, können wir ihn vielleicht vorübergehend mit einem Hackgerät ausschalten, das Handshake-Protokoll der Software analysieren und... ach, das ist sehr technisch. Darüber brauchst du dir keine Gedanken machen. Besorg einfach die Daten, wir kümmern uns um den Rest. Okay. Ich will nicht, dass du an der Ashgate-Linie rumfuschst, falls sie die Sicherheit erhöhen. Aber es gibt noch eine Monorail nach Fur Hill, also geh dorthin. Ich bleib hier und stimme mich mit den Programmierern des Widerstands ab. Ich melde mich, wenn du dort ankommst. Quellcode. Boah, Alter, wie cool! Eine Monorail! Alter, wie cool ist das denn bitte? Alter, guck mal! Whee. Huch! Dein Ziel ist die Monorail von Fur Hill. Ja, ist ja gut. Alter, wie cool ist das denn bitte? Boah, Alter, wie geil. Und schon wieder ein neues Gebiet. Oh mein Gott, ist das cool. Ich feiere das ohne Scheiß. Ich feiere das Spiel. Alter, wie geil. Ja, schlag mal vor, dass ich wie geplant weitermache. Guck mal, heißt. Wahrscheinlich bald im Kino. Da unten ist schon eine Drohne wieder. Okay, haben wir auch ein Motorrad rumliegen. Ich schau mal eben auf die Karte. Und wo wir jetzt sind, ja, ach, wir sind jetzt hier. Ach so, okay. Mhm. Okay, das Gebiet ist auch ein bisschen größer sogar wie das, oder? Oder täuscht? Nee, ich glaube, es täuscht. Das erste, okay, wir müssen als erstes, glaube ich, erstmal da hinten hin. Das wird ein langer Fußweg dahin. Ja, ich frage mich, wie komme ich denn hier runter? Soll ich einfach runter? Ah, hier wahrscheinlich, ne? Da unten läuft schon jemand. Wir haben ein paar Trojaner, die wir in die Systeme des Scanners... Boah, ist das cool! Aber wir brauchen die Interface-Protokolle der Monorail. Da kommst du, Brady. Boah, ist das cool! Alter Schwede, ist das cool! Hallo? Geh doch! Okay. Warum erinnert mich dieser Gang jetzt unheimlich stark an The Last of Us? Ich weiß nicht, warum ich, erstmal hier alles abluten. Boah, und wie geil das aussieht, mal ganz ehrlich. Alter. Wie cool das wieder ist. Boah, das ist wieder so ein Spiel, da will man nicht aufhören zu spielen. Also bei mir ist es so. Okay, die Tür kriege ich nicht offen, die auch nicht. Und dass man hier in jedes Gebäude so reingehen kann, das ist so mega. Ne? Ich weiß, vielleicht überhype ich das Spiel jetzt ein bisschen, ne? Natürlich, aber... ich find's geil. Also meiner Meinung nach find's ein richtig cooles Spiel. Also von der Story her ist echt cool. So, wir haben eine Nachricht bekommen. Erstmal lesen. Sei vorsichtig, wenn du Holloway durchquerst. Die KVA hat viele Patrouillen in der roten Zone. In der roten Zone, okay. Es scheint auch eine Base zu sein. Da sind Gegner am Rumlaufen. Ich bin gespannt, was hier alles so gibt hier im Holloway. So. Da ging es ja nicht lang, ne? Genau. Ich versuche mal, vielleicht gehen wir erstmal hier lang.
dass wir vielleicht erstmal ungesehen bleiben. Weil ich möchte nicht sofort hier wieder einen Krieg ausbrechen lassen. Sondern dass wir erstmal ganz gemütlich hier... Da steht auch jemand. Oh nein, uah. Ich finde das mit dem Schleichen ganz cool bei dem Spiel. Das erinnert mich echt so an alte James-Bond-Zeiten, muss ich sagen. Es ist so... Made in Korea, burned in the USA. Aha. Interessant. Aber wie cool der Monorail, Alter, ich feier das. Freue mich wie so ein kleines Kind. Ich habe so ein Schmunzeln aufs Gesicht, ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, aber es ist so geil. Alter, da bin ich gespannt, was die anderen Gebiete noch so in sich haben. Was man da so alles machen muss. Alter Ofen, den kann ich gut gebrauchen. Ah, hier könnte man mit dem Motorrad da in die Base springen. Okay. Ach du Scheiße. Hallo meine Freunde. Tschüss. Da war ein Scharfschütze. Ach du Scheiße. Ich bin am überlegen, ob ich nicht hier... Warte mal. Warte mal, ich habe da so eine Idee, ne? Ich habe da mal so eine spontane Idee. Warte mal. Weil wir brauchen jetzt sowieso den... Nee, warte mal, wo war denn jetzt der... Hier war das Safehouse, ne? Ich will mal eben was ausprobieren. Hammer, ich bin schon fertig mit der Monorail. So. Genau, ich will mal was ausprobieren. Und zwar... Hätte ich gerne hier das Kampfgewehr. Und bei dem Kampfgewehr hätte ich gerne Equipment-Aufsätze. So, warte mal. Kann ich denn... Würde mich mal was brennt interessieren. Wenn ich einen Schalldämpfer habe, ne? Kann ich den Schalldämpfer denn jetzt auch hier draufsetzen jetzt? Geht das? Huch. Ah, okay. Zielfernrohr. Okay. Aber kriege ich denn... Oder muss ich den jetzt erst von der anderen Waffe entfernen? Warte mal. Ich mache den mal ab und jetzt wechsle ich mal die Waffe nochmal. Warte. So, kann ich jetzt den Schalldämpfer drauf machen? Nee, geht nicht. Hä? Okay. Okay, ich dachte, man kann jetzt hier den Schalldämpfer auf den Scharfschützengewehr wechseln. Zweibein, Reflexvisier. Guck mal, ich bin auch schon wieder vertreten. Laservisier, Scharfschützenfernrohr. Das klingt doch schon viel, viel besser. Und den Handgriff kaufen wir auch direkt mal. Haben wir eine bessere Stabilität für die Waffe. Und wir haben ein Zielfernrohr. Warte mal. Das probieren wir direkt mal aus. So. Ah, das geht hier gar nicht drauf. Ach so, okay. Aber können wir denn... Nein. Können wir denn hier den Hinterlauf... Ah, den Griff, den können wir dran machen, okay. Aber wofür ist denn dann das Scharfschützen? Gibt es denn noch eine Waffe? Ich schau mal eben wegen den Waffen. Gibt es denn bei Waffen denn noch irgendwie so ein... Präzisionsgewehr? Ah, hier. Ich kauf das mal. So. Und jetzt? Kann ich denn jetzt hier auf der Waffe jetzt das... Visier ändern? Nee, geht nicht. Okay, mittlere Reichweite, große Reichweite. Na gut, lassen wir mal so. Lassen wir mal so und probieren wir jetzt mal aus. Ist zwar natürlich jetzt laut, weil wir keinen Schalldämpfer drauf haben. Finde ich ein bisschen schade, dass man nicht auf jede Waffe einen Schalldämpfer da drauf schrauben kann. Da oben sitzt der, ne? Der Drecksack. Und hier ist der andere. So, warte mal. Was denn, wenn ich den jetzt erledige hier, von hier aus? Scheiße. Scheiße! Mann! Fängt schon mal gut an.
Wo ist der? So. Dann machen wir es halt so. Boah, das muss ich aber echt üben mit dem Zielen. Das muss ich aber echt üben. So, komm, schauen wir mal. Der müsste ja immer noch da oben sitzen, ne? Der Scharfschütze, oder? Alter, wie geil das aussieht. Entschuldigung. Ich habe ja gesagt, dass ich das wahrscheinlich häufiger sagen werde. Kann ich? Nein. Ich glaube... Ah, da geht... Ah, das Tor geht auch zu. Ah, sehr schön. Oben der Turm geht zu. Hat man gerade noch gesehen. Boah, wie geil das ist. Ich will gar nicht aufhören zu spielen, aber ich muss so langsam zum Ende kommen. Das ist unfassbar. Boah, wie geil, Alter. Wie geil. Okay, jetzt kann der uns schon mal nicht mehr... kann er nicht mehr zu schwer werden. Wir müssen in die Richtung, ne? Ich laufe vollkommen falsch, fällt mir gerade auf. Wir müssen ja in die Richtung gehen. Ja, wenigstens habe ich den Scharfschützen schon mal ausgeschaltet. Der müsste ja... Ach, da können wir mal eben auf die Karte nochmal eben schauen, was wir alles machen müssen. Okay, 15 Scharfschützen müssen wir ausschalten. 3 Nebenmissionen. 10 Fahrt... Alter, 10 Fahrzeuge, was? 10 Radios, 13 Base. Also 13 Basen... Hä, 13 Basen kann doch gar nicht sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 1% haben wir. Von dem ganzen Bereich. Harold hier. Leute, wir haben von einem Unruheherd erfahren. Die Norks haben ein Lager entdeckt und ein paar Typen sitzen jetzt darin fest. An alle, die vor Ort sind, jetzt könnt ihr zu Helden werden. Schauen wir mal, gucken wir uns mal an. Oh nein, das Alter. Boah. Warte mal, der... Hier ist doch jemand, ne? Wo ist der? Hallo? Ja, komm mit. Wir müssen ein bisschen hier die Nebenquest mal machen. Dann haben wir schon mal eine. Da steht sogar ein Fahrzeug. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, bin dabei. Bin dabei. Brady, sie sind alle tot. Vergiss es. Geht einfach. Scheiße, Mist. Wir haben es nicht geschafft, verdammt. Ich sollte aber hier verschwinden. Alter, ich sollte hier weg. Ohne Scheiß. Okay, dann machen wir die Nebenmission demnächst, wenn dann mal wieder einer auftaucht. Ist ja nicht so schlimm. Kam mal leider zu spät. So. Alter, wie cool das ist. Hey, ich muss mich entschuldigen, dass ich das so oft sage. Also wirklich, also mal ganz ehrlich. Boah, und jetzt noch hier so Terminator-Fahrzeuge. Wäre so mega. Ist bestimmt ein Motorrad drin, ne, oder? Oder was haben wir hier? Aha, ein Motorrad. Aha, Munition. Aha, Medipack haben wir aber voll. Ein paar Sachen haben wir auch noch gefunden. Nochmal auf das Scharfschützengewehr nochmal eben wechseln. Dies ist eine rote Zone. So, habe ich jetzt die beiden Waffen? Nee, hä? Ich hätte gerne die Waffe. Und dann hätte ich jetzt gerne die Waffe. Geht das? Nein, es geht nicht. Also entweder Pistole und Scharfschützengewehr oder halt Maschinengewehr und Pistole. Guck mal, der gute Bagger von Conny. Die gute Conny hat überall Baggers. Ist hier nicht auch wieder ein Scharfschütze? Nee, ne? Monorail. Okay. Da wäre schon mal ein Fahrzeug. Warte mal. Dies ist eine rote Zone. Zivilisten. Wie war das jetzt nochmal? Jetzt muss ich mal eben schauen.
Mal eben was ausprobieren. Hallo Jungs. Guck mal hier, für euch. Oh, das war zu weit, das war zu nah dran. Sollte mal ganz schnell verschwinden hier. Na, mach das weg. Lass das, lass das. Ich hab gesagt, lass das. Da kommt noch jemand hinter uns. Na, schieß doch. Sag mal. Alter, ich bin so schlecht. Das gibt's gar nicht. So. Was macht der da mit seiner... Entschuldigung. So.